Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe FreundInnen und Bekannte. Wir freuen uns total, dass wir heute bei Hamburg Stream unser vielseitiges Programm zeigen können. Ganz zuallererst möchte ich deswegen an Hamburg Stream mein ganz herzliches Dankeschön sagen. Wahrscheinlich kennen Sie uns nicht und deswegen möchte ich kurz Ihnen unser kleines Team vorstellen. An meiner linken Seite sehen Sie Bernhard Reichel, gerade an der Theorbe. Später wird er auch die Laute spielen. Und später werden Sie auch Lorenzo Romano erleben, ein italienischer Komponist, der zwei Werke für mich geschrieben hat, die wir auch später hören werden. Mein Name ist Pia Davila, ich singe heute für Sie. Wir haben eine ziemlich bunte Mischung des Repertoires mitgebracht. Wir werden sowohl Musik der Spätrenaissance und des Frühbarock als auch zeitgenössische Musik der letzten 50 Jahre, vornehmlich ganz frische und neue Werke, zeigen. Drei dieser Werke, wie eben schon erwähnt, wurden extra für mich komponiert. Zwei davon genießen heute sogar ihre Uraufführung, das heißt, sie erklingen zum allerersten Mal vor Publikum. Aber keine Sorge vor der Modernität, der Wein in ihrer Hand und der Käse vor ihrer Nase wird Ihnen ganz gewiss trotzdem außerordentlich gut schmecken. Und schon beginnen wir mit unserem Programm. Wir beginnen mit dem Werk Only aus dem Jahr 1947 des amerikanischen Komponisten Morton Feldman. Danach, gleich anschließend, hören wir The Wonderful Widow of 18 Springs von John Cage. Ebenfalls ein Amerikaner. Morton Feldman und John Cage lernten sich kennen, als sie beide ein Konzert besuchten, wo Anton Webern gespielt wurde. Beide gingen in der Pause und so lernten sie sich kennen, weil sie meinten, sie hätten schon genug gehört, ihre Seele wäre schon erfüllt gewesen und sie hätten nicht mehr die zweite Hälfte gebraucht. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, einer WG, eines großartigen Künstlerdialogs und vielleicht auch ein bisschen mehr. Sofort anschließend springen wir 400 Jahre zurück in der Musikgeschichte mit Salve Regina des italienischen Komponisten Claudio Monteverdi. Dieses Werk wechselt zwischen der Hymne an das Göttliche und dem Emotionalen und Zweifelnden des Menschen. Hören Sie also Only von Feldman, danach Cage und danach Monteverdi. Only when flight shall soar not for its own sake, only up into heaven's lonely silence and be no more. Merely the lightly profiling proudly, successful tool, playmate of winds, beguiling time there, careless and cool. Only when some pure wither outweighs boyish insistence on the achieved mission, will who has journeyed thither be in that fading distance all that his flight has been. Silent sailing night.
Ostende, Ostende, und du,
Dulcis, O Dulcis Virgo, Dulcis, O Dulcis Virgo, Maria. Heinrich Schütz, der Komponist des folgenden Werkes, ging nach Venedig, um von dem großen Meister Claudio Monteverdi, den wir eben gehört haben, zu lernen. Das folgende Werk, O Jesu Nomen, ist inspiriert davon und hat so die Kompositionsweise des Italieners nach Deutschland gebracht. Guten Abend, mein Name ist Lorenzo Romano, ich bin Komponist und ich habe zwei Stücke des Abends komponiert. Jetzt hören wir Sol, das heißt die Sonne. Und in diesem Stück hören wir eine Frau, die an heißen Sommertagen ein Gedicht an die Sonne singt. Der Text
kommt aus der Abhandlung degli eroici furori del 16. Jahrhundert italienischen Philosoph Giordano Bruno. Ein Zikadenchor begleitet den lebhaften Gesang. Son che t'altro fai temati lumi i dali con tutto marzo i scotti quando ta pungete scoppio al lumite l'ardente il cor non poca fai scai ferdo che mi consumi tutto col freno i corpi uomini sali di priva vero e stato tu non vero mic facendor a vampine già si caldo il desio che al cimente arri mirra facendo questa to oggi te per cui tanto arretto fosva e già ai osi di vampo mio donan momento Giovanni che vecchio varia tesor Giovanni oh si cuore di zio che facci mi a te mi ron ma tanto que poi con gesto per cui tanto ardendo sva e io a te a te il vento mio son a momento Giovanni che Vecca varia e me sordi, affanni varia sordi, affanni. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich, hier zu sein, selbst wenn Sie nicht da sind. Wir springen jetzt nach Rom ins Jahr 1547 und Sie hören zwei sehr kurze Chansons. Erstens Du Mon Triste de Plaisir und zweitens Que voulez-vous dire de moi? Beide eingerichtet von Francesco da Milano. Und ich habe Instrument gewechselt, wie Sie sehen können, zu einer Renaissance-Laute. Dann ging es dazu dem Chitarrone oder der Theorbe. Thank you.
Wir springen wieder in die Neuzeit. Der 1989 geborene Komponist Lars Zeniuk ist gebürtiger Hamburger und so haben wir uns auch kennengelernt. Er hat gerade erst letztes Jahr seine neue Stelle als Professor und Leiter des Studiengangs Jazz an der Musik- und Kunstuniversität in Wien begonnen. Und deswegen bin ich so besonders stolz darauf, dass er für mich dieses Stück komponiert hat. Yes, heißt das. Da ta ba di, 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 da ta ba di. Da ta ba di 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 yam pa. Badu badi badi dum 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 badu badi badi da bada bada bida bidu 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 du ha badu badi badi mama badu bida badu bidu 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 du ha pa pa de de badu da du da badu badi badi dum bada pa 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 polis bada pa 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 du ha bada pa 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 du hi. Ba ba di ba da da ba 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 do bi do bi do bi do bi do do ha ba do ba di ba di ba da ba do bi da ba do bi do bi do bi do bi do bi do do ha da ba da bi da bi da ba da ba da ba da ba da ba da dum ba di da ba da bum ba da dum ba da da ba da dum ba da dum ba da dum ba yip ba da dum ba da dum. Ba-da-dum, ba-da-da, yip! Ba-da-dum, 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 ba-da-da, yip! Pa-ba-da-dee! Pa-ba-da-dee! Ta-ba-da-dee-dum! Ba-di-ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, ba-di-ba-do-ba-do-be-de-do-ha! Badu badi bada bada badu 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 badu. Badu badi badi bada badu bada badu bada badu bidu 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 dua. Bada da bida bida bada 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 bai yap bada da da da. Ba ba do ti. Ta ta ba ti. Ta pa di di da ta ba 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 di yap ba. Ba 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 ba
Yes! Es wird deutlich weniger jazzig. Wir sind wieder im Jahr 1547 in Rom mit zwei Fantasien. Eine von Perino Fiorentino und die zweite von dessen Lehrer Francesco da Milano. Thank you.
Wir kommen wieder in die Neuzeit. Es folgt eine Version von Is It von Thomas Kessler auf einen Text von John Cage, dessen Musik wir vorhin schon gehört haben. Um einen kleinen Einblick vielleicht in die Programmgestaltung zu geben, wir haben uns so gedacht, dass wir zwei Stücke von Lorenzo Romano machen, zwei Stücke, die was mit John Cage zu tun haben, nur only das erste Stück bleibt alleine. Das haben wir uns so gedacht. im Originalen ist dieses Stück, was jetzt kommt, eben eigentlich für Saxophon und Sopran. Aber ich finde, es funktioniert auch für Sopran ganz allein. Hat Only doch noch einen Partner gefunden. Is it high? Is it low? 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 Is it in the middle? Is it soft? Is it loud? Are there two? Are there more than two? Why isn't it? Why isn't it? Isn't it? Was it isn't, wasn't, why isn't it was, why isn't a no, an airplane, ha, a nice. Is it? Music? Is it softer than before? Is it so? Is it a sound? Then again, is it music? Is music the word I mean? Is that a sound? If it is music music? Is the word music music? Does it communicate anything? Must it? If it's high, does it? If it's low, does it? If it's in the middle, does it? If it's left, does it? If it's left,
does it? If it's an interval, does it? What is an interval? Is an interval a chord? Is a chord an aggregate? Is an aggregate a constellation? What is a constellation? How many sounds are there all together? 1,010,088. Do I have to ask 10 more? Do I? Why? Why do I? Why? Did I decide to ask so many? Why? Wasn't I taking the risk? Why? Was I? Why was I? Will it never stop? Ja, es geht zurück nach Rom in die alte Musik, 400 Jahre zuvor. Es startet mit einer Passacaglia für Solo Gitarrone von Girolamo Kapsberger. Und wissen Sie eigentlich, wie der Erfinder des Fast Food heißt? Hier? Girolamo Frescobaldi. Um die Sache ein bisschen aufzulockern. Thank you.
Jetzt hören wir eine zweite Komposition von mir, Luna Incostante, Luna Varia, vielfältiger Mond, der kleine Bruder von Sonne oder Schwester auf Italienisch, weil Luna auf Italienisch der Mond ist weiblich. Und die Geschichte des Stückes ist eine Frau in einem Wald in der Nacht, wendet sich an den Mond. Sie singt ein Gedicht von Giordano Bruno, das den Mond wie ein entferntes Geheimnis beschreibt. Der zarte Gesang mischt sich mit den Naturklängen des Walds. Grillen zirpen, Windgeräusch und Wasserklang kreieren einen Soundtrack für das Lied. Sempre tanto brutto, e mai sì.
Si mi martora e si piace. Costante luna varia la luna mia per mio continuo penno mai sempre ferma mai sempre piena e tal la mia stella che sempre mi si toglie e mai si prende. E tale la mia stella, che sempre mi si toglie e mai si prende. Che sempre tanto brucia e tanto e quando mi ero in cielo arder le stelle tra me pensando luna incostante luna maria quale contorno arruote d'amor bene svegli all'orme tua bianca or fosco di stelle Wie Sie ja bereits wissen, befinden wir uns mittlerweile in der Nacht und wir kommen auch zum Ende unseres Programms. Es folgen jetzt noch zwei Werke, aber die dauern ungefähr so 10 Minuten. Es folgt zuerst ein Wiegenlied der Maria von Tarquinio Merula, wiederum ein Italiener der frühen Zeit. Während sie das Jesuskind in den Schlaf wiegt, stellte sich schöne und auch furchtbare Szenen des zukünftigen Lebens ihres Sohnes vor. Zum Abschluss unseres Programms schließt sich dann die Abendandacht von Johann Krieger. Da das so still endet,
und so schön endet, möchten wir uns in dem Moment jetzt schon bei Ihnen verabschieden. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie Ihren Abend mit uns verbracht haben. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Geduld, Ihre Ohren, Ihre Augen. Bleiben Sie gesund, hören Sie weiter Hamburg Stream. Vielen Dank auch meine Kollegen Lorenzo und Bernhard. Ja, hören Sie nun also Canzonetta Spirituale sopra la Nanna von Tarquinio Mirola und danach die Abendandacht. Giusto, no.
passeran, passeran acuti chiari. Questa faccia graziosa Rubin conno giacche rosa. Sputi, schiaffi, sporcheranno con tormento verranno affanno. Ah, con quanto tuo dolore sola speme del mio cor. Questo capo e questi grini passeranno cote spine. Ah, che in queste dive in petto amor mio dolce di sarà piaga mortale empia lasciai disleale. Dormi dunque figlio mio, dormi, 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 dormi dentor mio, perché puoi con lieto viso, con lieto viso, si vedremo in paradiso. Or che dorme la mia vita, cor gioia compita, taccia ognun con puro zelo, taccia infin la terra e cielo. E frattanto io che farò, il mio ben contemplerò, ne starò col capo chino, sia che dorme il mio bambino. Gott, der Tag ist wiederhin, dass ich dem Tode nähe bin. Nun eil ich zu dem Bette, da sanftes Grab in meinem Lager hätte. Nun, liebster Gott, ich liege mich allein. Sag in solcher Zuversicht ein ungetroges Wort.